Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe euch heute mal hier zwei Sonntagsrunden mitgebracht. Hab auf den Sonntag heute vier Runden gedreht. Und von diesen vier Runden habe ich euch jetzt zwei mitgebracht. Ich wollte einfach mal zeigen, dass zwei Autos, die sich eigentlich recht ähnlich sind, auf den ersten Blick doch recht unterschiedlich sein können. Sie sind beide hart. Sie sind beide Sturmjagdpanzer. Und das war es eigentlich auch schon. Also sind im Endeffekt, ja, die Härte macht sie aus und dass sie beide Jagdpanzer sind. Aber wie sie sich im Endeffekt spielen, ist dann doch recht unterschiedlich. Und deswegen wollte ich euch da mal einen kleinen Vergleich mitbringen. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und für meine Ausleuchtung heute möchte ich mich entschuldigen. Meine Wandpanels sind mir ausgefallen. Da bin ich gerade in Rücksprache mit dem Hersteller, dass ich da was Neues zugeschickt kriege. Da die Garantie noch nicht vorbei ist. Aber ich würde sagen, beschränken wir uns aufs Wesentliche und starten in die erste Runde. Viel Spaß. So, da sind wir in der ersten Runde. Wir sind hier mit unserem 268-4 auf Küste. Haben hier ein 10er, 9er Match. Auf jeder Seite haben wir 6 10er und der Rest 9er. Und ja, ich habe mich hier entschieden mit meinem 268-4 aufgrund oder trotz seiner schlechten Gun Impression nach links zu fahren. Zu C1, da wir halt recht schnell sind. Wir fahren hier mit locker 50 Klamotten, krachen mal über das Feld und können die Position damit somit schnell einnehmen. Wir hätten noch ein bisschen weiter links fahren können. Bin jetzt durch den T100 LT aufgegangen, aber halb so wild. Der Fokus war jetzt für mich einfach schnell dahin zu kommen und den Gegner in der Zufahrt schon aufzumachen und aufzuhalten. Arti haut hier immer rein, betäubt nur ein bisschen, wirklich wieder aufgehoben mit unserem Heal-Kit. Da fällt mir auch auf, dass ich nur ein kleines Heal-Kit und ein kleines Trap-Kit habe. Weg mal bei Gelegenheit nochmal abändern. Und da haben wir einen AE Phase 1. Der hat von Leo gekriegt, von uns nochmal schön durch den Turm. Und ja, wurde damit aufgehalten, fährt nicht weiter vor. Anscheinend ist auch keiner weiter außer ihm groß. Ich meine, wir haben hier auf der Heat haben wir 360 mm Pen und der AE hat eigentlich einen starken Turm. Kann man deswegen gut halten und spielen, aber gegen unser 360 Heat Pen kann er dann nicht viel machen. Und wir sehen es hier, dadurch, dass wir hier oben drauf stehen, brauchen wir halt doch keine Gunnybrüchen. Wir können hier trotzdem halten und spielen, unser kleines Stück Unterwanne verstecken, wo man durchkommt. Der AE hat jetzt auch keine schlechte Heat Pen, aber wenn wir so, sag mal, unsere Unterwanne hier unten verstecken, ja, dann prallt er halt ab, auch mit seiner Heat. Jetzt fahren wir weiter vor, weil ich habe gesehen, dass hier keiner weiter ist, nur der AE und dahinter irgendwo die Foch. Dachte ich mir, zack, hier so ein bisschen rechts angelehnt, an den Wall hier vorkrachen. Und genau dafür ist jetzt 268-4 auch da. Vorfahren, bouncen, also wenn die Gegner Snapshots machen, nicht einziehen können, dann prallt man halt ab, so wie wir jetzt an der Foch. Weil jetzt das Problem, dass wir hier drin hatten, AE bleibt in der Kette hängen. Aber an der Foch sind wir halt hängen geblieben, weil die Heat halt in der Schrottpanzerung, in der Spaced Armor umgesetzt hat, somit nicht das Fahrzeug penetriert hat an sich. Und die, ja, der Schuss nicht im Fahrzeug umsetzen konnte. So, aber den AE konnten wir hier an der Seite schießen. Er ist wieder bei uns in der Kette hängen geblieben. Und hat ja eigentlich keine Chance, irgendwas zu machen. So, kommt hier vor, ohne irgendwie groß zu zielen, können wir ihn durch den Turm schießen, nehmen ihn raus und schieben uns weiter vor Richtung Foch. Foch geht auch raus und ja, jetzt haben wir die Seite ja eigentlich schon komplett für uns. Irgendwo ist da noch ein 121B. Da ist noch ein FV aufhören. Ich sag mal, wäre der Leo hier hinter uns jetzt vorgefahren, der wäre wahrscheinlich mit dem E-Treffer rausgegangen. Aber wir haben hier 300 kassiert, ja, gut 700 gemacht und jetzt sagte ich mir, ach einfach wofür auf den 121, der V lädt sowieso ewig lange nach, da können wir einfach auf den 121 zurückkrachen und wahrscheinlich hätten wir noch durchs RAM rausgenommen, weil hier extra RAM-Bock drauf, aber naja, ich habe mir gesagt, sicher einfach drauf schießen und dann ist gut. So, FV ist schon gut runter, hat noch 784 HP. Und deswegen habe ich jetzt hier auf HE umgeladen. Hat sich der Leo hier anscheinend auch gedacht. Deswegen hat er aber nur 116 Schaden gemacht. Jetzt hat er nochmal einen richtigen Treffer eben und er geht da raus.
Und mit unserer HE-Mobil hier drin wollte ich jetzt auf den Cobra schießen, aber da sind wir ja wahrscheinlich schon im Zaun oder so hängen geblieben. Aber ja, die Seite ist safe. Wir sind hier soweit durch, haben kaum HP eingebüßt, haben hinter uns einen Leo, haben noch einen Type 4 hinter uns. Und da dachte ich mir, ja, na, weiter rin hier. Zeig euch sehen, vor uns hat die Arti geschossen, das heißt, sie steht irgendwo vor uns. Und ja, ich sag mal, der Leo hat ja Sichtweite, der macht ja da, sag mal, den mittleren Bereich hier an sich eigentlich auf Type 4. Also in dem Moment nicht gemerkt, dass der AFK ist, der macht hier gar nichts mehr. Aber mein Fokus lag jetzt hier auf den Artis. Zack, ruft da die erste raus, weiterfahren zur nächsten. Auf der Insel halt jetzt keine sehen, dass jetzt keine aufhören. Das ist die zweite Arti. Und die kleine, miese feige Arti versenkt sich hier, anstatt sich töten zu lassen. Und da frag ich mich, auf einmal krieg von hinten Treffer vom AMX M4. Wie geht das? Wo kommt der her? Das ist wahrscheinlich, hat er sich hier durchgeschlichen. Ich bin halt davon ausgegangen, gehabt, Leo hinter mir, der eine super Sichtweite hat. Type 4 hatte ich zu dem Moment nicht auf dem Schirm, dass der AFK ist. Und bin hier eigentlich, ja, guten Gewissens drin gefahren und habe jetzt von dem AMX von hinten gekriegt. Auf der Insel ist auch der Conway auf Herrn, sodass ich jetzt hier mit einem Mal in einer schönen Zange stand. So, da hat er wieder geschossen, kam wieder durch und da sind wir auf One-Shot runter. Was ein bisschen unlucky ist. Jetzt musste ich halt gucken, wie fahre ich hier irgendwo vor, ohne auf den Conway oder auf den Conway inne zu kriegen, der zum Glück zum Leo geguckt hat. Aber am X bounced. Aber ist halt auch recht hart, gerade wenn er so halt down steht. Naja. Man sollte vielleicht schon mal treffen, aber der ging vorbei. Ja, da hat er ein bisschen schneller nachgeladen. Zielt hier schön ein, prallt aber ab und ja, zieht sich schnell noch zurück, dass ich nicht auf ihn drauf komme. Und kann ihn aber auch nicht direkt angehen, weil hier der Conway da noch steht. Nehme ich schön in der Seite, war grün, aber auch da irgendwo eine Schottpanzerung hier hängen geblieben. Wahrscheinlich irgendwo eine Kette oder sowas. Ja, hat nicht umgesetzt und der nimmt uns hier raus. Deswegen war ein bisschen unlucky an dieser Stelle. Aber ja, ich sag mal, mit den Infos, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, dachte ich, wird ein gutes Ding. Naja, haben jetzt hier 3200 Schaden gemacht, 3000 gebaut, 700 unterstützt. Und dann würde ich sagen, starten wir in die zweite Runde. Zweite Runde, zweites Auto. Wir sind hier auf Siegfriedlinie mit unserem Badger. Badger, super geil, super hart, nur wesentlich langsamer. Aber hat eine wesentlich krassere DPM. Unser 268-4 hat, glaube ich, eine 2700, 2800er DPM und unser Badger hat eine 4200er DPM. Also, das ist wirklich übertrieben. Wir machen hier innerhalb von, warte mal, Nachladezeit 7 Sekunden, 7, noch was oder so, glaube ich, bauen wir hier unsere 480 Durchschnittsschaden raus. Und ja, das ist halt so seine Stärke, dieser extreme Reload im Vergleich zum Schaden und somit die krass hohe DPM. Ich glaube, einer der höchsten DPM im Spiel überhaupt. Und ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein 10er, 9er, 8er Match. Und ja, jetzt hatte ich da draußen den Progetto gesehen. Lass mal gucken, ob ich auf den irgendwie raufkomme, ob der irgendwie aufgeht nochmal. Macht er nicht. Der ist da versteckt und da treffe ich leider den Bunker. Ich sag mal, die Genauigkeit von dem Badger, die ist eigentlich genial, aber naja. Wie gesagt, 268-4 ist eigentlich also zack vorne ran. Und ja, so treffen aus der Nähe. Mit dem Badger kann man von weiter wegschießen. Der hat eine sehr gute Genauigkeit, sehr schnellen Reload. Da sehen wir die Genauigkeit. Die Kommandantenluke da anvisiert, direkt drin. Soweit hier mit dem Badger hier echt gut. Gucke ich, dass ich hier irgendwie einen Winkel hinkriege, wie ich hinter dem 257 hier trotzdem da raufkomme. Eier hier ein bisschen hin und her. Aber ja, krieg nicht vernünftig jetzt hin. Also mal guckt, okay, was ist draußen los? Kommen da vielleicht noch mal auf den Progetto rum. Ich habe gesehen, dass er da wieder draußen ist, auf dem Feld ein bisschen rumeiert und nicht mehr im Bunker ist. Deswegen nochmal, geht da was? Ja, ruf da. Waren 471. Naja, da. Aber eine halbe Sekunde zu spät geschossen.
Und jetzt ist er erstmal wieder zu. Guck nochmal, ob er vielleicht aufhebt, ping nochmal hin, ob der EP vielleicht irgendwas aufmachen kann. Aber nichts zu machen. Und da geht er auf, fährt aber weg. Also dachte ich mir, gut, wieder Fokus hier auf der Mitte. Gucken wir mal, was hier ist. Wir rinfahren. Arti hat sie gemerkt, dass wir hier queren wollen. Haut direkt drin, aber ja, 229 Schaden. Bisschen stunned. Halb so wild. Und jetzt dachte ich mir, hier, Leo, der ist halt nicht so hart. Ich schwieg mich mal hier vor, spiel mal mit meiner Panzerung ein bisschen. Und versuche hier irgendwie einen Winkel hinzukriegen, dass ich mich möglichst ein bisschen anwinkeln kann, um meine Panzerung, die ja so schön entzut ist, nochmal zu verstärken. Aber auch weiter noch runterzukommen, dass wenn da einer rüberkommt, rauskommt, ich auf den Ruf komme. So, jetzt haben wir einen guten Winkel. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Komme auf alle Ruf, die da irgendwie langfahren, kreuzen wollen. Hab aber meinen eigenen Winkel hier nochmal verstärkt, sodass eigentlich fast alle da. So, jetzt stehen wir hier und warten. Und ja, hab aber auch gar nicht gecheckt, dass wir eigentlich die Mitte schon komplett verloren haben. Hier hinten ist. Durch die Stadt sind sie durch, sind hinten durch und ja, Linie 6-2 hinten. Ist halt auch für mich ein Sonntagsgefecht. Nicht nur für alle anderen. Und guck jetzt nur, was man hier noch möglichst rausholen kann. Sind jetzt hier wirklich schon 7-2 schön runtergeschrumpft. Und stehen hier schön in der Zange. Jetzt wollen wir gucken, dass man hier möglichst viel mitnimmt. Den VK noch innen mitgeben. Der Schieftain ist in der Kette hängen geblieben bei uns. War auch ganz gut. Arti ist natürlich drauf hier. Leo, PTA bleibt in der Kette hängen. Aber man kann hier schon wirklich gut was bouncen. Wirklich gefährlich ist im Endeffekt unsere Unterwanne. Da sollte keiner raufkommen. Da unten kommt so wie jeder durch. Aber ansonsten, wenn man genau den Part versteckt, dann verdeckt ihr alle. Passt alle. Also ab 750, ab 350 Sheet kommt er gerne durch. Und einfach hin und her eiern, sodass die Leute vielleicht in der Kette hängen bleiben, wie der PTA. Gucke, komm ich auf die Ruf? Ne, da kommt noch der Yacht E rum. PTA prallt wieder ab. Ich gebe ihm immer mit. Hatte aber HE-Laden, weil ich dachte, PTA ist schön weich. Und wir haben hier HE-Pen, ist bei 130 mm, also mit einer der stärksten HE-Mumpeln im Spiel. Und PTA hat ja kaum Panzerung. Deswegen dachte ich mir, hier wiegt dem eh mit, aber nö. Aber dem WZ wollte ich schön eh mitgeben. Ja, über 600. Yacht E habe ich hier nochmal schöne 555 drin gehauen. Er ist in uns gebounced. Selbst mit Heat ist er gebounced, der Yacht E. Und jetzt sagt er, krieg hier nochmal irgendwie vernünftig. Ah, der hängt da durch. Haben wir schon 3700 Schaden auf die Uhr, 4150 gebounced. PTA bleibt in der Kette hängen. Und dann nimmt uns der Yacht eh raus. Und da ist die Runde auch noch vorbei. 15-4 verloren. Und ja, im Endeffekt wollte ich euch hier keine perfekte, geile Runde zeigen, sondern einfach nur zeigen, was mit diesen Eisenschweinen hier, sag mal, so drin ist. Und was man so wegstecken kann. Dass der 268-4 eher zum vorne ranfahren und vorpreschen ist. Der Badger ist halt dafür zu langsam. Den kann man so langsam hinterher schieben. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Auswertung. Ja, da sind wir in der Auswertung. Wir haben leider vom 268-4 wieder keine vernünftige Auswertung bekommen. Hat er, ich weiß nicht, was das immer ist. Ich habe es auch auf der anderen Replay-Seite probiert. Da konnte er uns auch nicht schieben, hat er auch gesagt, Datei defekt. Aber vom Badger haben wir die Auswertung. Wir haben hier 3771 Schaden gemacht, 4570 gebounced und ja, wie gesagt, beim 268-4 war der ähnlich. Wir haben ja auch 3-2 Schaden oder so gemacht, glaube ich, und auch ordentlich weit gebounced. Aber ich wollte halt einfach zeigen, der 268-4 ist halt der, wo man sagt, los, nach vorne jetzt und wir fahren vor und machen alle weg. Und der Badger ist der, der hinterher zuckelt und mit seiner DPM einfach alles wegmacht. Hart sind sie alle beide. Ein Bein prallt so ein Jet ab, man kann ein Jet wegstecken. Und wie gesagt, ich wollte euch hier keine perfekten Runden mitbringen, deswegen waren beide Niederlagen. Wir haben in beiden Runden auf den Sack gekriegt. Aber ich wollte euch einfach mal einen kleinen Durchschnitt dieser beiden Panzer mitbringen. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Habt noch einen schönen Tag
und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.